Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Puddle. Ich bin Smaunt und ich habe mir mal gedacht, dieses kleine Indie-Spiel können wir ja mal zusammen spielen. Mein Fastest and Light Let's Play hat ja vor kurzem jetzt aufgehört gehabt, weil ich einfach keine Lust mehr zu hatte. Und weil ich Puddle einfach nur bei Steam hatte, aber dann nicht so viel gespielt habe, habe ich mir gedacht, das kann man einfach mal als nächstes machen. Hier, Spielstand habe ich schon mal erstellt gehabt. Schwierigkeit ist extrem. Und wir bestätigen das einfach mal. Ich habe bei Puddle schon die ersten paar Levels mal gespielt gehabt, aber wirklich nicht so besonders weit. Das heißt, so viel kenne ich noch nicht. Ah, zum Beispiel das Kapitel Wasserlauf kenne ich bereits. Ich glaube nicht vollständig, aber doch einiges davon. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal lecker Kaffee. Sowas ist doch immer gut. Flüssigkeit Kaffee. Keine Besonderheiten. Neige die Taste, um den Kaffee freizugeben. Ja, ich schätze mal, das wird jetzt noch nicht so schwierig sein. Das schätze ich nicht nur, das weiß ich sogar. Weil ich die ersten Levels ja schon kenne. Ziel ist es hier eben im Grunde genommen, dass man die Flüssigkeit, die man eben hat, zum Ziel bringt und dabei möglichst wenig verliert. Man sieht eben oben links diese Flüssigkeitsanzeige, wie viel noch da ist. Und die darf eben nicht unter diesen roten Strich da sinken. Also unter diese Markierung. Und hier haben wir zum Beispiel schon den Ausgang. Wie gesagt, die ersten Levels werden jetzt nicht so besonders schwierig sein. Da bekommt man auch mal recht schnell Gold. Wie man hier sieht. So, als nächstes haben wir Wasser. Das verdunstet bei Kontakt mit Feuer. Aber es verdunstet nicht, wenn man sich schnell an Hitzequellen vorbei bewegt. So, und wenn es dann gleich auch geladen hat, können wir mal gucken, wie wir das machen. Hier gibt es jetzt auch Schalter, wie es aussieht. Also gleich ein neues Element eingeführt. Dann schwappen wir mal schön dagegen und runter geht's. Ah, hier schon die ersten Feuerstellen. Hier wird es jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich ja darauf achten muss, dass der vordere Teil vom Wasser jetzt schon wieder an der nächsten Feuerquelle dran ist. Aber der hintere noch nicht an den anderen vorbeigekommen ist. Ah, hier geht es erst die Klappe gleich hoch. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück, dann haben wir mehr Anlauf. Ich sagte, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Also, nochmal zurück. Und jetzt mit Schwung. Wir müssen da schließlich drüber kommen, als andere wäre ungesund. Ich frage mich aber auch, ob der irgendwie da oben her könnte. Na, wahrscheinlich wird das unbeantwortet bleiben. Ich habe gerade auch schon wieder recht viel Wasser verloren. Bei der Aktion gerade. Boah, und da verliere ich noch mehr. Ja, kann man nur hoffen, dass es jetzt auch bei den Verlusten soweit bleibt. Man merkt schon, so gut bin ich in dem Spiel nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht so viele Level gespielt gehabt. Von daher gesehen ändert sich das hoffentlich nochmal später. So, was musste man jetzt hier machen? Ich glaube, man muss den Anlauf nehmen. Die Pfeile zeigen es auch irgendwie an. Ja, stimmt, da oben ist noch so ein Schalter. Immerhin gibt es hier gerade kein Feuer, das heißt, wir verlieren wieder erstmal nichts. So, jetzt sollten wir da drankommen. Und anschließend wieder schön langsam werden, damit wir auch hier unten reinfließen. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen eklig, wenn wir da unten reinfließen. Aber ihr wisst ja, wie halt gemeint ist. So. Na, diesmal kein Gold, glaube ich. Nein, diesmal haben wir einfach nur das Level geschafft. Aber es ist ja auch schon mal was. Und wir haben wieder Wasser. Wir müssen die Schalter aktivieren, um voranzukommen. Ja, gucken wir mal. Hier haben wir schon den ersten Schalter.
So, und jetzt würde ich... Ja, ich werde uns eigentlich erst nochmal mit dem Wasser hier so sammeln müssen. Wir hätten das Wasser zum Sammeln bringen sollen. Ich sollte nicht immer von wir reden. Was habe ich mir einfach so angewöhnt? Ich weiß auch nicht. Sollte ich mir wieder abgewöhnen, ich weiß. Erstmal sollte ich an dem Feuer vorbeikommen. Deshalb erst nochmal schön das Wasser sammeln. So, und dann gemeinsam da durch. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Und ab hier jetzt schnell nach rechts rüber. Die Richtung ändern. Und hier schön elegant reinschwappen. Möglichst nicht daneben schwappen. Ja, es klappt schon. Naja, es klappt mehr oder weniger. Oh Gott. Hier sind wir jetzt wieder nicht mit allen Wasserteilchen schön zusammen. Und das bedeutet Verluste, die nicht so schön sind. Aber gut. Wir haben es noch geschafft. Oh, und diesmal auch mindestens Silber. Ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Vermeide Verbrennung, indem du dich langsam vorwärts bewegst. Lies die Warnschilder, um Hilfe zu halten. Okay, also entweder schnell vorbei oder langsam. Ich glaube, gleich wird es schon wieder ein bisschen komplexer. Und das ist so eine Stelle, die ich irgendwie hasse gerade. Weil man teilweise hat man bei Paddeln nicht immer die gesamte Flüssigkeit im Bild. Da weiß man eben nicht, wo der vordere Teil der Flüssigkeit gerade ist. Und wie man da eben darauf so reagieren soll. Moment, langsam. Das ist so langsam, damit ich da nicht gegenkomme. Das ergibt natürlich Sinn. Übrigens spiele ich Paddle mit einem Gamepad. Normalerweise spiele ich ja eigentlich größtenteils wirklich mit Maus und Tastatur. Aber ich dachte, hier bietet es sich sowieso mal ein bisschen besser an, weil es nicht so viele Tasten gibt. Und da haben wir wieder ordentlich was verloren. Ist nicht so gut. So. Und hier müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen. Oh, und hier... Oh, hier muss ich jetzt wieder genau richtig in der Geschwindigkeit durchkommen. Das kann ja heiter werden. Aber lief dann doch ganz gut. Oh, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Doch nicht zu schnell. Ja, so ist gut. Ich glaube, das schaffen wir gerade nicht mehr. Es sei denn, doch, hier ist schon der Ausgang. Na, dann geht das noch. Dann schaffen wir es doch noch. Ah, immerhin noch Kupfer bekommen. Warum nicht? Verlier auf dem Hang nicht die Kontrolle. Dann gucken wir mal, was für ein Hang gemeint ist. Und ich würde gerne auch nach meiner Flüssigkeit da vorne gucken. Dankeschön. Boah, da waren wir gerade schon wieder ein Stückchen mal so ein bisschen zu schnell. Genauso wie hier. So. Erstaunlich, dass wir doch noch so viel Flüssigkeit behalten haben. Da hatte ich doch erst anderes vermutet. So, sehr gut. Hier konnte man sich wieder schön sammeln. Und dann hier über die Feuerstelle zu kommen. Wow. Das war jetzt nicht gut. Mit nicht gut meine ich, das war der Untergang. Obwohl ich kann, glaube ich, gerade noch genug durchbringen. Nein, kann ich leider nicht. Kann ich doch? Glückwunsch. Ich kann es doch. Und sogar noch Silber dafür bekommen. Wahrscheinlich, weil ich so schnell war. Weil ansonsten konnte ich da nicht viel. Oh, hier dran erinnere ich mich noch. Das war...
Nicht so leicht. Aktiviere die Schalter, bevor du die Mitte des Tanks anvisierst. Warte nicht erst, bis du die Schalter. Ich habe es jetzt nicht mehr gelesen. Hier war das so, dass man den Druck hier drin durch Dampf erhöhen musste. Das war, glaube ich, auch eines der letzten Levels, die ich jetzt noch gespielt hatte. Danach ist das also hier komplett blind. So, hier muss man jetzt nämlich immer hin und her. Das heißt, den einen Schalter aktivieren. Dann musste man wieder rüber. Den anderen aktivieren und dann möglichst in die Mitte kommen. Damit das Wasser verdunstet und der Druck hier drin steigt. Das Problem ist auch, dass da drin bleibt jetzt nur für ein paar Sekunden heiß. Und die paar Sekunden reichen leider nicht, um da noch wieder reinzukommen. Ich weiß auch nicht, wie hier die beste Technik ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass wenn die Flüssigkeit einfach nur so runterfällt. Huch, wieso ist denn jetzt nicht angegangen? Ach, so ein Käse. Wenn die Flüssigkeit einfach nur so runterfällt, gehe ich mal davon aus, dass das uns wieder ein bisschen abbremst. Und das wäre ja eigentlich nicht so schön. So. Ach, das schaffe ich sowieso nicht mehr in die Mitte. Ah, ich glaube, das ist das erste Level, das wir auch neu starten müssen. Da bin ich irgendwie einfach zu schlecht für gerade. So, jetzt dann runterfallen lassen und dann rüber. So, jetzt hoffe ich, dass wir es noch einmal schaffen. Hier mit Anlauf und so. Ja, aber irgendwie hat es schon bei mit Anlauf und so nicht geklappt. Ich möchte auch wirklich nicht so gerne gerade runterfallen. Ist nicht so schön, glaube ich. Das Ding ist jetzt schon wieder nicht angegangen. Wahrscheinlich, weil ich es nicht hoch genug gedrückt habe. Oh, die Runde war gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffe ich es nachher noch so auf die letzte Sekunde. Schauen wir mal. Erstmal wieder schön die Schalter drücken. Und jetzt noch einmal Anlauf nehmen. Und der muss jetzt sitzen. Das ist nämlich der letzte mögliche Versuch. Danach läuft die Zeit ab. Wow, der saß noch nicht genug. Nein, der saß nicht genug. Es war so knapp. Naja, egal. Starten wir es nochmal von vorne. Erstmal wieder alle in die untere rechte Ecke. Und von da aus dann Anlauf nehmen. Ja, hat noch nicht ganz gereicht. Dafür reicht der jetzt aber ganz. Ja, sehr schön. So, jetzt noch einmal zurück, obwohl ich mit dem Schwung wahrscheinlich sogar da hätte gut reinkommen können. Ja, für den ersten war es jetzt gar nicht so schlecht schon mal. Wenn die anderen jetzt auch so gut werden, müsste ich es eigentlich schaffen. Aber ob die anderen so gut werden, ist eine komplett andere Frage. Oh, immerhin habe ich schon unabsichtlich ein bisschen was versenkt. Ja, das war ordentlich. Man braucht nur ein bisschen Übung, dann klappt das schon, glaube ich. So. Ist ja auch wieder ganz gut. Und ja, jetzt schaffen wir es noch einmal, während der noch an ist. Nein, schaffen wir nicht. Obwohl ein ganz kleines Tröpfchen ist noch reingekommen. Na, immerhin etwas. Und wir haben noch 70 Sekunden.
Also eindeutig ausreichend Zeit. So, einmal rüber. Jetzt haben wir schon mehr so eine Geschwindigkeit, da schwapp ich einfach schon mal sofort wieder rüber. Und diesmal haben wir es. Das Ding geht hoch, sehr schön. Na? Immerhin Kupfer bekommen und, eine Zwischensequenz. Vermutlich, weil sich das Setting ändert. Ja, 15 Minuten sind eigentlich schon wieder oben, aber ich glaube, ein Level können wir nochmal eben machen. Flüssigkeit und Unkrautvernichter. Und wir müssen langsam den Feueralarm auslösen. Okay, ich nehme an, der Alarm ist das da oben. Die beiden Dinger. Das muss ich jetzt langsam auslösen. Vermutlich zu langsam, also so langsam, dass das Ding nicht kippt, weil da kippt es schon, da kippt es schon. Level neu spielen, jammern wollen wir nicht. Na, jetzt einmal darüber, dann können wir den schon mal anmachen und eventuell fällt das Ding dann sofort runter. Es nervt irgendwie so ein bisschen, dass ich mir dann immer erst noch diesen grauen Bildschirm angucken muss. Na egal. So, jetzt geht's rüber. Möglichst langsam. So, dass wir das Ding auch noch wieder auffangen können. Dann... es hat nicht gereicht. Der Mist ist, das Ding da oben geht auch schon wieder zurück. So, jetzt ganz dann links halten. Damit er nicht wieder zur Seite rüberkippt. Ja, und das war schon wieder so ein Fehler. Nein, 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 ich hab's doch noch ausgelöst. Ich hab's ausgelöst. Das hat gereicht. Unglaublich. Ja, ich würde mal sagen, den nächsten Level gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das neue Projekt und ich seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.